So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich möchte mal wieder was testen und zwar Kimchi-Nudeln. Jetzt denkt man, hä, das ist doch gar nicht so alt, du hast doch so Kimchi-Nudeln schon getestet. Ich habe von Samyang Bulldog die Kimchi-Sorten probiert. War ein bisschen eigen, trotzdem würde ich immer wieder essen, ist ja Samyang. Samyang schmeckt sowieso immer, auch wenn dieser fermentierte Chinakohl bisschen eine eigene Note hat. Wir haben die Paldo-Nudeln getestet. Die Volcano-Paldo-Nudeln und auch die Kimchi-Paldo-Nudeln. Und dann habe ich gesagt, habe ich noch eine Packung. Das ist weder Samyang, noch ist das Paldo. Das ist Nongshim-Kimchi. Das sieht lustig aus, habe ich gedacht. Das war auch recht günstig. Habe ich in dem Asia-Online-Shop, wo ich die anderen Sachen alle bestellt habe, einfach mal mitbestellt. Habe gedacht, zum Vergleich probierst du das auch. Auch wenn Kimchi nicht so meine Lieblingssorte ist. Jetzt ist hier was, was bei keinem anderen ist. Nicht nur super, dass du da durchgucken kannst, hier ist sogar direkt eine deutsche Anleitung. Deswegen ist es auch so günstig. Sind halt wahrscheinlich Billignudeln, die im Rewe rumstehen. Und hier steht dabei die Zubereitung. Nudels und Inhalte der Tütchen in 500 ml kochendes Wasser geben, 4 Minuten kochen, gut umrühren und servieren. Das heißt, das ist auch schon wieder so wie so ein Eintopf. Das ist so richtig wie eine Suppe. Das mag ich ja wirklich gar nicht. Der Stew-Type von Samyang Bulldog, das war das, wo ich gesagt habe, nee. Den machst du eigentlich Wasser rein, Nudeln rein, Beutel rein und dann, wenn das fertig ist, kannst du das wie eine Suppe schlürfen mit Nudeln drin. Habe ich damals schon nicht so gemacht. Im zweiten Video habe ich gezeigt, ich mache das wie immer, die Nudeln weich kochen, abtropfen lassen und dann das Puder aus der Tüte einfach auf die Nudeln draufgeklatscht mit den Flakes. Hat geschmeckt wie pure Chemie, aber hat mir so besser geschmeckt trotzdem, als wenn ich es als Suppe esse. Ich möchte das jetzt nicht so machen, wie man es machen soll. Ich mache das jetzt wieder so, wie ich meine Samyang-Nudeln mache. Das heißt, ich werde das Zeug dann auf die Nudeln kippen. Und weil es lustig ist, möchte ich euch noch die niederländische Zubereitung vorlesen. Bereinding, föckte Nudels, grönte Mix in de kruiden Pöder, Töl on 500 ml kokend Water, kuck, 4 Minuten, Güetröhren in Severin. So, da weißt du Bescheid, wir kochen die Nudeln, wir machen das Wasser, wir holen uns einen Teller, wir setzen uns her. Guckt mal, was aus meiner Pflanze geworden ist. Die war letztens noch grün. Ich dachte, es reicht, wenn die hier Sonnenlicht hat und es öfters mal regnet, dass sie gegossen wird. Jetzt ist sie kaputt. Aber die habe ich ja im Müll gefunden. Bei den Mülltonnen stand die einfach rum mit diesem stabilen Topf. Jetzt kaputt. Wir machen aber Nudeln. So sieht das ungefähr aus, wenn man die Nudeln aus der Packung holt in den Topf. Das ist wieder ein rundes Netz. Gefühlt ist das Netz immer rund, wenn du es als Suppe machen sollst. Und nur eckig, wenn du es nicht als Suppe machen sollst. Das ist der Adi-Schatz. Der hat schon mal das Wasser angesetzt. Das kocht jetzt. Das knalle ich jetzt hier rein. Und wenn die ein bisschen weich sind, nehmen wir sie wieder mit raus. So, da sind wir zurück. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, weil so sieht der Teller aus. Normalerweise, wenn ich da einfach immer die Nudeln drauf mache, die ich gekocht habe, puh, ich dann ja natürlich die Flakes und diese scharfe, heftig scharfe Soße drauf mache. Hier hast du jetzt auch Flakes dabei. Du hast nämlich zwei Beutelchen. Erstmal hast du ja diese Tüte, wo die Nudeln drin sind. Und in dieser Tüte hast du auch nochmal zwei kleine Beutel. Einmal Flakes, einmal hier Pulver, das Soßenpulver, woraus du eigentlich eine Suppe machen sollst. Ich weiß nicht, mit was ich anfange. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach hier dieses Soßenpulver, was halt ist, um Suppe zu machen. Ich betone es noch 100.000 Mal. Das sieht auch jetzt komisch aus. Wir streuen das jetzt einfach hier drauf. Vielleicht werden die Nudeln noch ein bisschen, noch ein ganz kleines bisschen nass sind. Kann das sein, dass sich das umwandelt an den Nudeln? Erstmal sieht es aus, als wäre das gerade Zimt mit Zucker. Da sind nämlich lauter kleine Kristalle dran, die glitzern. Ein Zucker-Zimt-Kristall-Nudelhaufen. Richtig genial. Der kommt hier rüber. Und jetzt pass auf, in der grünen Tüte müssten jetzt Flakes drin sein, beziehungsweise erwarte ich da ja eigentlich auch diesen fermentierten Kohl. Es riecht schon ein bisschen komisch. Und tun das jetzt hier hin, packen das auch hier drauf. Talauder Grünzeug. Das ist was, das hast du bei Samyang halt nicht so. Da hast du auch mal ein bisschen was zum drüber machen bei bestimmten Sorten. Aber so viel frisches, leckeres, gefriergetrocknetes Gemüse, steinhart und knüppelig, hast du auch bei Samyang nicht.
So. Für das Thumbnail halten wir das Ganze noch mal ganz kurz rein. Dann drehen wir es mal ganz kurz um, um euch mal zu zeigen, wie das jetzt aussieht. Sieht das nicht eigentlich gut aus, wenn ich das so halte? Diese ganzen kleinen Zimtzuckerkristalle auf den Nudeln, was bestimmt jetzt einfach nur komplett nach Chemie schmeckt. Scharf ist es sicherlich auch nicht, weil es ist ja keine scharfe Soße dabei und Kimchi ist nur Kohl. Dürfte also auch nicht scharf sein. Wir stechen jetzt trotzdem mal hier rein, machen das ein bisschen rum, so wie wir es immer machen, dass sich die Soße mit den Nudeln und dem Wasser vermischt, beziehungsweise so tut, als würde sich es vermischen wollen. Die Flakes sind jetzt hart, die sind durchs Kochen normalerweise weich, die sind jetzt hier hart, aber vielleicht mag ich das so. Wenn nicht, mag ich es auch anders nicht, deswegen müssen wir es jetzt so probieren. Wir müssen da durch eine ganze Gabel. Das ist ja so salzig. Also esst das bitte nicht unverdünnt. Macht es nicht wie ich. Macht da wirklich neben Wasser Nudeln, packt das dran, macht euch eine Suppe draus. Dann kann man sich sicherlich essen. Aber ich merke neben diesen Extrem, das waren nämlich keine Zuckerkristalle, das waren bestimmt Salzkristalle einfach, die jetzt durchkommen und tun mir den ganzen Mund wegätzen, merke ich trotzdem im Nachhinein irgendwie eine Schärfe. Und die mich total überrascht. Ich hätte niemals mit Schärfe gerechnet. Da ist trotzdem Schärfe dabei. Also auch diese Nudeln haben ein bisschen Bums, sage ich mal dazu. Mmh. Mann, ist das abartig. Das ist ja richtig. Ich kann aber sagen, das ist nur der Geschmack. Weil das jetzt so extrem salzig ist und brutal, total übertrieben. Die Nudeln an sich finde ich aber wieder richtig in Ordnung. Ich habe die Paldo-Nudeln gemacht. Die Paldo-Nudeln haben so einen komischen, muffigen Eigengeschmack gehabt. Die waren nix, habe ich gesagt. Niemals würde ich da süchtig werden. Samyang, der Boss, Paldo, geh mal weg. Hat auch total komisch ausgesehen, hat so eine richtige fummelige Heunode gehabt, schon beim Geruch. Die Nudeln hier haben Ähnlichkeit mit den Samyang, sind ganz weit entfernt von den Paldo-Nudeln. Aber leider gibt es ja das Zeugs hier nur so als Suppe. Und es ist trotzdem kein Samyang. Ansonsten kann man die Nudeln essen, aber esst es halt nicht so. Würde ich mir nochmal anders machen, vielleicht als Suppe, aber dann nicht für ein Video. Ich merke ja trotzdem, dass die gut scharf sind. Die Lippen fangen jetzt auch ein bisschen an zu brennen. Es macht sich gerade richtig breit, also das überrascht mich. Aber dieses extrem salzige ist halt einfach too heavy, too much. Deswegen macht eine Suppe draus und dann könnt ihr auch diese Kimchi-Nudeln probieren. Ach so, von dem eigentlichen Kimchi-Geschmack, von diesem säuerlichen, von dem Chinakohl, merke ich gerade auch nichts. Das salzig überwiegt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.